Chino, moin. Eddilein, Bauern schmecken doch nicht. Bin total durch die Arbeit, so stressig, komplette Verantwortung bei mir liegt neuer unser Projekt. Och Mann, ey, heute noch Rest. Tut mir leid zu hören. Wirklich, Robert, tut mir leid. Freut mich aber, dass du zumindest es schaffst, guten Morgen zu schreiben und ein bisschen Liebe da lässt. Vielen, vielen lieben Dank. Wenn du irgendwo bei Hilfe brauchst, ich bin da zwar der falsche Ansprechpartner, aber ich höre dir gerne zu, Großer, ja. Und jetzt gönn dir einen Kaffee. Amo, nix, easy. Marco, falls du das sehen möchtest, du bist gemütet, ne? Ich rede ungern mit euch, weil ich möchte mit euch nicht gesehen werden, weil ihr verkloppt immer andere Kinder. Das hab ich gemerkt. Reden hat ja nichts mit Sehen zu tun. Genau, und außerdem bist du gemütet, einfach weggegangen. Ich, genau. Achso. Ja, ist das Alter, sag ich dir, wie es ist. Ja, ja. Was macht dein Kopf? Ja, wird besser. Tablette hilft. Glücksbächelein, guck mal. Moin, moin. Ey, bei uns ist richtig gutes Wetter, ne? Da kannst du eine gute Laune haben. Hab nachher schon Bock auf Laufen gehen und alles. Ich auch, ich fahr nachher noch fahren. Oha. Ich hab gestern mein Auto abends mal, Ist das ein Gegner? Ja. Der am Mitte, wie ist das Ding denn? Diese Super Glue. Ja, ich nenn's immer Casino. Ja, Casino war einer. Und hab mal die ganzen Lichter eingestellt und so. Einfach voll lustig. Überall Cobra-Zeichen auf dem Boden, im Auto, alles leuchtet. Raumschiff, hat mich voll gefreut. Hinten auch. Hat einer ich hab Slange. Ich hab auch Schlangen. Nicht Slängel! Ich benutze Akane! Dann geh ich weg! Nicht Slängel! Okay! Nicht geh! What? Ich hab mich geopfert für euch. Ich bin vorgegangen. Sehr gut. Neben mir. Wo sind denn die hin jetzt? Bei mir. Die am Wagen ist keiner mehr. Kann ich nicht heben? Mm-mm. Hier. Der war oben drauf, der ist tot. Soll ich dich jetzt heben? Mach, wie du willst. Einer hockt halt da am Baum. Mhm. Hälfte. Drei Viertel. Und wo muss ich hin? Da rechts oder links? Oh. Oh Gott, ich hab keine Ahnung von wo. Ja. Ich auch. Ach, von meinem Team. Hat euch die Marco getötet? Ja. Ja. Du gehst deine Mates holen, ich geh meine holen. Yalla! Das war nicht. Ja, krieg das ganze Team ab. Nein! Die sind direkt, die stehen hier. Ich mach mal eben Lärm. Bist du an Wagen rennen? Da ist ein Team. Oder meinst du, da sind die? Gibt es
ich muss los. Du hast eben gesagt, am Wagen ist keiner mehr. Aber die haben doch geschossen, wo wir hier gekämpft haben. Ja, ich mein, die kamen noch hier an. Okay, ja, dann geh, dann geh. Wir brauchen Leben. Ja, dann geh. Ich geh mit. Ja, geh mit. Ich bleib hier. Ich kämpf. Ich halte die hier auf. Die dürfen euch nicht kriegen. Ich bleib auch hier. Nein, geh mit, bitte. Ich mach das mit. Hier schon. Okay. Ich will kein Gejammer hören, ne? Nein, ich krieg das hin, hör mal. Die sollen sich mal schön auf die Füße gehen hier. Wirklich. Boah, hier ist auch ganz ja. Gut. Jalla, du hast eben gesagt, da ist keiner mehr. Jalla. Ja, das ist das nächste Team. Jabuk, Jabuk. Ich kann hier nichts hören. Mann, Stefan. Stefan! Mach was. Rüdiger, nicht so tief. Rüdiger. Rüdiger. Hol mein Leben zurück. Auf jetzt. Du wolltest hier hin. Opfer dich. Geh. Nein. Oh. Wer A sagt, muss auch B sagen. Jetzt sitzen wir hier Respekt, alle. Respekt, also, wer es selber macht. Auf jetzt. Soll ich den drei Leute einfach reinrennen? Ja, ich renne mit rein. Marco macht das da hinten und wir machen das hier vorne. Ich mach's mir hier hinten, yes. Ich hab nicht gesagt, dass du es hier machst. Oh mein Mast. Mann, was für Oma im Mast? Oh. Oh. Ja. Jetzt renn doch nicht, dann sag doch was, dass du rennst. Ich renne. Betätige die W-Taste, werte Damen und Herren. Oh mein Gott, Todesfalle. Really? Sehr gut. Stefan. Ja, was kann ich denn dafür? Mann, Stefan, also jetzt ehrlich, die Tode, also wirklich. Stefan, ich bin empört, sag mal, hör mal. Mach erstmal Heilung, mach erstmal Heilung. Mach. Die aber haben Waffen. Bist du noch nicht geheilt. Oh. Nein. Aber nicht hin. Ja, was? Oh, Alter, was? Stefan, Mensch, hör mal. Warum hast du keine Spritze da? Warum hast du denn wieder keine Spritzen? Stefan, kannst du eigentlich, Stefan? Der kann gar nichts. Ist ein 6-Sterne-Spieler. Hallo? Stefan kriegt seit 2 Runden durchgehend immer auf den Sack, egal was er macht. Jetzt, Mensch, aufstehen. Stefan, Mensch, hier. Komm jetzt, aufstehen, mach was. Hier, hol dir dein Kram ich zurück. Ich hab doch gutes Leben, du hast mir nicht geglaubt. Ach so. So. Wir müssen zu Marco zurück, komm runter. Ja, ich komm da lock, ey. Oh. Stefan! Was ist passiert? Ah ja, Todesfall, weil er gierig ist. Wir haben auch 4 Todesfallen aufgestellt. Ah, ich bin draußen. Einfach schön, die beiden. Soll ich jetzt auch noch meine Punkte ausgeben, komm? Oder was ist selber? Ich hab noch 4 Punkte, aber... Ich will das alles auch nicht mehr. Oh, Alter, ja. Leck mich jetzt. Das ist die nächste Todesfalle. Das ist... Ja? Also, was machst du da mit Absicht? Nein, jedes Gebüsch ist schon eine Falle gestellt, da kann ich da auch nichts für. Ich krieg hier keinen Zentimeter mehr. So, du laufen hinter mir her! Ja, sei froh, dass die hier abgebaut sind. Du wärst nämlich gerade voll reingelaufen. Ey, Yoshi, was geht? Die beiden haben mich völlig fertig. Ich bin auf dem Kompbau mit 3 Leuten. Kari schreit Stefan an, Stefan schreit die Fallen an. Ich wollte sagen, gut, ich hab nicht Kari an. Du bist ein 6-Sterne-Spieler, Stefan. Hallo? Ja, und? Oh, dann fallen rein. Oh, nee. Immer diese MMR-Dropper. Oh. Oh mein Gott. Jo. Armer. Arm. Oh mein Gott. Wo denn? Warum? Der hat einen Sniper. Stell dich ja vor mir. Ja, jetzt steh auf. Wir können kein Leben wiederholen, weil einer da 5-mal in Fallen gerannt ist, Mann. Wer? Ja, du. Kein Bär. Mann, ey. Was
Spiel. Du droppst mir jetzt keine Heilkraft. Ich werde hier, ich schwöre dir, ich mal in dein Mandala-Buch. Hier ist noch nicht mal der Boss. Oh. Achso. Let's go! Zwiebelglück ist da. Leben kommt wieder. Willst du mich verarschen? Ja, Wollo, ich habe wirklich Heilkraft bekommen. Du bist so ein Cheater. Mit Ansage. Darf mal keinem erzählen. Darf mal keinem erzählen. Ein Blut, da bedina bedai. Let's go! Hier ist ein Blutblind. Weiter klar. Oh. Hättest du es unfälliger machen können mit dem Spawn des Quails. Ja. Oh. Ja, wie so. Geil. Ich bin wieder voll live. Auf jeden. Der wurde auch mal Zeit. Dass du ständig Balken verlierst, das ist echt. Der Mietet hatte einfach nur Angst, dass du seine Mandalas bemalt. So also, dämlich. Stefan, diese Runde feier ich. Also, du kannst es gar nicht mehr toppen. Das weiß ich nicht. Ey, mich würde das echt mal interessieren. Haben wir Quitec-Mitarbeiter gerade da? Wie hoch ist die Chance, dass sowas klappt? Wenn man cheatet, bestimmt. Nein, dass sowas droppt. Also, da muss ja unglaublich, also überhaupt, dass ein rotes Perk droppt und dann noch genau das, das würde mich echt mal interessieren. Yelana, die Runde. Danke, Dennis. Ein Cut auf YouTube. Diese Runde muss auf YouTube. Ja, dann tut mal einen Gefallen. Eine Person schreibt jetzt den... Die Person bin ich, ne? Okay, du schreibst Steffen an und schreibst ihm die Rundenzahl Start an, weil der gute Mann ist bald im Urlaub. Nein. Irgendeiner im Chat. Schreib's rein und das soll hochgeladen werden. Oh mein Gott. Hinter dir. Das ist ein Voll-Sniper-Team. Das ist wirklich ein Full-Sniper-Team. Und der auf Alice gehört dazu. Oh, Leute. Wie kann man denn so Spaß haben? Ja. Oh. Wer bist du denn? Campen, ja? Ich glaube nicht, dass ich hier rüberkomme, safe. Ich brauche mein Feuer. Du kannst es hier nicht ausdenken, ne? Was machen die Leute? Ehrlich, Mann. Du musst doch in der Runde eine Ambition haben. Du musst doch was machen, was in irgendeiner Art und Weise dich tangiert. Ich mag das nicht. Eine eloquente Spielweise am Tag, ey. Das ist ja, ich sitze mit der Sniper rum, drumherum und warte. Renn sofort weg, wenn einer das Bounty aufhebt und fertig. Hat einer Feuer von euch? Ja. Ja, dann. Ich bin aber tot. Wie sieht das bei dir aus? Bin ich tot. Hast du Feuer? Ja, ich hab Feuer. Hau mal drauf da. Deine Mates sitzen bei 105. Die werden Necron. Safe. Das heißt, sie sollten da bleiben. Aber ich hab eine Hellfire. Pass auf. Bitte. Ich hab eine normale. Nee, Jesse, der kennt Tuk noch nicht mal. Muni aus der Slate. Ich hab keine Slug. Er kennt den Film nicht. Welchen Film? Pass. Achso, nee, kenne ich nicht. Erst Sonntag gucke ich mit Janis. Hab
deiner Mama schon eine Sprachnachricht geschickt, ob der mit mir Cars gucken will. Ja, dann nächster Call. Wir haben ein komplettes Sniper-Team bei Lamba, was da oben sitzt, und Kari abaimt. Dann haben wir zwei weitere, die bei Port rumrennen. Wahrscheinlich nicht rankommen werden, weil irgendeiner Peacemaker von denen. Nee, der schießt ja einfach rein. Okay, also haben wir zwei Sniper-Teams, die Sniper-Sachen machen. Okay, ich werde einmal eine Rechnung aufstellen. Und fertig. Okay, Stefan. Wir beide werden jetzt gleich Kari wiederbeleben. Weißt du wie? Mit wem? Nee. Okay, wir laufen jetzt gleich null zu der Holzbrücke. Biegen links ein, nehmen den großen Holzstamm als Deckung und hinter uns den Erdhügel als Deckung. Somit fällt 90 weg und die kommen gekommen. Beide hier. Der kam mal. Da drin. Woher kommen die Leute denn? Haben wir nicht schon welche getötet? Nein. Zwei wieder. Ey, Achtung, das sind ganz viele Sniper. Der brennt. Ah, die habe ich auch gedacht. Hat jeder gedacht. Du hast still. A lot of snipers. Be careful. In dem Moment kriegt er das nächste Brett. Geil, Alter. Finde ich gut. Please go away. Wenn die wegrennen, dann denken die, dass wir das sind. Und dann denken die, dass die denken, dass wir das denken. Und dann... Was? Ich denke, nie gedacht zu haben, denn das Denken der Gedanken ist ein Gedanke. Genauso. Ja, und wer denkt, der hat, setzt sich auch Grenzen. Also nicht denken, dann gibt es auch keine Grenzen. Ich habe eine Uppercut Position freigeschaltet. Ihr wolltet mich heben, oder? Ja, gleich. Ja. Okay, Stefan. Es wird jetzt ernst. Stefan, kann nichts passieren, hallo? Der läuft auf Operation Geldsäckchen nehmen. Ich hoffe, es geht dem Kleinen bald besser. Was ist los, Steini? Krank? Okay, ich guck einmal. Wir sind völlig am Arsch. Wir sind völlig am Arsch. Ich sag dir, wie es ist. Er hat mich gerade einfach durch der Wand erschossen. Er hat mich einfach random durch der Wand erschossen. Wie geht das? Wer hat denn das denn gemacht? Kannst du mich mal heben, bitte? Wie hat er das jetzt gerade gemacht? Ah, das Gitter. Er sitzt im Wald. Lol. Okay, gut gemacht. Gut gemacht. Wirklich stark geschossen. Hast du noch Heilkraft? Ey! Stefan! Stefan! Hallo! Stefan ist gemutet. Okay. Oh, sorry. Sorry, ja, hab ich. Drück mal E gedrückt. Oder? Ja, halt mal gedrückt. Vielleicht findest du ja irgendwo eins, wenn du hier rumläufst. Nö. Ja. Und sonst so, Chat? Ich geh jetzt hier unten raus. Hau rein, yalla. Kari, wir gehen nach Blendshit und ziehen die mal. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Nimm sie mal mit, dann kann ich aufstehen. Okay. Willst du da bleiben, Stefan, oder kommst du mit? Ich komm mit. Weil ich würde jetzt aber tatsächlich... Das Problem ist, wir sind genau im Zentrum. Ja, ich hab keine Ahnung. Ich geh jetzt da alles. In der Hoffnung, dass ich da einen Perk finde, weil wir haben da ein Team, wir haben da ein Team und da hinten noch ein Sniper-Team. I don't know. Ich will auch nur spielen und fighten, Mann. Das ist so lame, ne? Das ist so lame. Das tut mir echt leid. Das ist richtig, richtig lame und schlecht. Joro, wie geht's dir denn und wie geht's der Familie? Steini, was hat dein Kleiner denn? Darf ich fragen? Auf jeden Fall gute Besserung schon mal vorab, ja? Und Dormi, wie geht's deinem Wauwau? So, erste Runde des Tages war schon mal erfolgreich. Oh, das wurde drauf. Oh, da ist noch einer. Schade.
Ja, ich habe auch gedacht, dass du. Ich habe auch eigentlich gehofft, dass du beide siehst. Magen, nee, Darm. Durch den Vorhang habe ich es nicht gesehen. Du besser. Schade. Also, ich da, bei sowas rege ich mich auf. Einfach, das ist einfach nur Rumgepimmel. Finde ich ganz, ganz schlimm. Why, oh why, ich sing wie ein Engel. Das ist geil.